Schlagerpop und Alpenrock am Sonntagmorgen, das ist die Schlager- und Newcomer-Radio-Show bei Radio BW Baden-Württemberg. Und wir möchten jetzt wieder einen solchen Newcomer vorstellen. Sein Name ist Mark Ed. Servus und guten Morgen in die Schweiz. Guten Morgen. Mark, ich hab's gesagt, du lebst in der Schweiz, aber du kommst ursprünglich aus dem Ländle, gar nicht weit von hier. Ich bin geboren in Hirschau, aufgewachsen in Leonberg, mit Stationen in Stuttgart, in Herrenberg und dann vor 16 Jahren in die Schweiz. Ja, und für eine solche Entscheidung, da gibt's eigentlich nur zwei Gründe, die Liebe oder der Job. Wie war's bei dir? Genau, und es war Version A, die Liebe. Das ist ja wohl auch der schönste Grund. Und ich höre heraus, du fühlst dich wirklich rundherum wohl. Ja, doch. Es lässt sich aushalten. Ich habe ja den See direkt vor der Haustüre. Ich war jetzt heute Morgen schon mit dem Hund laufen, bin in den See gesprungen und jetzt bin ich im Radio. Und genau deshalb sprechen wir jetzt über deinen Wohlfühlfaktor in der Musik. Du bist im deutschsprachigen Schlager angekommen, aber damit hat es nicht angefangen. Oder irgendwie doch? Also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, hat alles schon irgendwie mit dem Schlager begonnen. In frühester Kindheit, wo zu Hause das Radio den ganzen Tag lief, Schlager rauf und runter, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre, da war der Schlager ja ganz, ganz groß. Dann kam die neue deutsche Welle, dann kam natürlich die 90er mit dem ganzen Synthie-Pop, Britpop und was auch immer. Und also privat, also wenn ich Musik höre, bin ich nicht auf den Schlager fixiert. Aber wenn ich Musik mache, dann schon. Sehr nett finde ich übrigens, dass du mit Blockflöte angefangen hast. Wer auf deine Homepage geht, mark@music.net, der denkt bei deinem Foto an alles, nur nicht an Blockflöte, ganz ehrlich. Ja gut, diese Blockflötengeschichte ist natürlich, das ist ja der klassische Einstieg ins Instrumentenlernen. Die wenigsten fangen ja gerade mit Gitarre oder Klavier an. So einfach, damit die Noten und alles beherrscht werden, fängt man meistens mit der Blockflöte an. Ich habe dann irgendwann die Altflöte noch dazu genommen. Ich glaube, ich würde es heute gar nicht mehr hinkriegen. Und dann irgendwann hieß es, der Musikverein im Ort macht eine neue Jugendkapelle und da haben dann meine Eltern gesagt, ja, das wäre doch was für dich. Und ich so, wow, Musikverein, cool. Okay, mache ich, aber ich spiele Schlagzeug. Und dann bin ich zum Schlagzeug gegangen. Das war dann so der Anfang zur guten Beziehung mit den Nachbarn und meiner Schlagzeugerkarriere. Du hast auch mal einen musikalischen Abstecher ins Englische gemacht, sogar mit einem Album Love and Other Disasters. Das klingt monumental. Das war 2017, genau. Das waren aber so die gesammelten Werke der Songs, die ich geschrieben habe. Und die habe ich in den 90er Jahren angefangen zu schreiben. Und da war natürlich die landläufige Meinung, wenn du Musik machst, musst du auf Englisch singen. Das ist einfach so. Und deswegen war das damals Englisch. Hab das dann aufgenommen, mehr schlecht als recht, aber ich fand's cool. Ich hatte dann die CD in der Hand und war total begeistert. Hab dann munter weitergeschrieben, natürlich auch erst auf Englisch, bin dann aber schon mit den ersten deutschen Texten in Berührung gekommen und hab da gemerkt, ja, es fällt mir einfach leichter, auf Deutsch zu schreiben. Und hab dann ja auch irgendwann den Produzenten hier in Bern gehabt, der mir auch gesagt hat, mach Deutsch, deine Stimme ist besser auf Deutsch. Und bin da dann quasi wieder zur deutschen Sprache zurückgekehrt und dann beim Schlager gelandet. Und dass du genau dort richtig bist, das beweisen wir jetzt. Wir sprechen nach ein paar Songs weiter. Jetzt spielen wir erstmal dein aktuelles Lied. Dann küsse ich dich halt. Hier ist Mark Ed. Radio BW Baden-Württemberg am Sonntagmorgen und wir telefonieren mit Mark Ed, einem Schlagersänger. Mittlerweile lebt er in der Schweiz. Vorhin haben wir schon einiges von ihm erfahren. Auch seinen aktuellen Song haben wir gehört, Dann küss ich dich halt, so heißt er. Mark, du fühlst dich wohl in dieser, einfach ausgedrückt, Schlagerecke. Ich fühle mich sehr wohl in der Ecke. Ich bin jetzt aber nicht der klassische deutsche Schlager. Ich würde es dann schon in die Richtung Popschlager schieben. Für die Schlagerschiene bin ich meistens noch zu poppig, für die Popschiene bin ich zu Schlager. Ich bin da wieder irgendwo dazwischen. Aber ich habe das eigentlich ganz gern. Ja, und das ist auch gut so, denn es bewahrt vor Schubladen, die wir alle wirklich nicht brauchen. Letztendlich macht das die heutige Schlagermusik ja auch irgendwie aus, oder? Das ist so. Also die Helene Fischer hat da ja auch ganz gut dazu beigetragen. Wenn man die neuen Songs von Beatrice Egli hört zum Beispiel, die sind ja auch schon sehr, sehr poppig, sehr elektronisch. Aber ich finde, es tut dem Schlager auch gut, dass man da so ein modernes Kleid drüber zieht und sagt, ja, wir sind jetzt einfach im Jahr 2024 und da darf sich doch auch ein Schlager so ein bisschen anpassen. Natürlich vergessen wir die alten Kultes nicht und die gehören nach wie vor dazu, aber man kann das Ganze inzwischen wirklich auch ein bisschen moderner verpacken und überbringen. Absolut richtig. Lass uns über deine musikalische Erfahrung sprechen. Neben dem Studio, da kennst du natürlich auch die Bühne. Du warst unter anderem auf Mallorca in diesem Jahr. Ich war im Frühjahr auf Mallorca und habe da zwei Shows performt, das stimmt, ja.
Ja, war schön. Also ich meine, am Morgen aufwachen, den Vorhang aufzuziehen und das Meer zu sehen, ist schon super. Und dann natürlich mitten in der Nacht irgendwo aufzutreten, es ist nicht ganz meine Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe eigentlich recht früh immer schlafen, stehe dafür aber auch immer recht früh auf. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die war schön. Man hat viele, viele Leute kennengelernt und hat auch mal was anderes gesehen, also die Sets, die man jetzt in Deutschland spielt. Das ist schon ein bisschen was anderes. War schön, war eine schöne Erfahrung. Diese Bühnenerfahrung, die ist ja unglaublich wichtig. Eigentlich für jeden Sänger, aber insbesondere für Newcomer. Das ist so. Und vor allem ist es ja auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wo man auf der Bühne steht. Das Publikum ist wirklich völlig verschieden. Also ich habe jetzt gerade, ich habe letzte Woche meine letzte Sommershow gespielt in Magdeburg. Und ich muss schon sagen, im Osten ist das Publikum völlig anders als im Westen. Das ist irgendwie dankbarer, sage ich mal. Die sind wirklich dankbar und freuen sich, wenn da jemand kommt, der jetzt auch keine Helene Fischer ist. Die freuen sich wirklich über jede Live-Performance von einem Künstler, der auch nicht so bekannt ist, und sind da dann wirklich, die gehen dann richtig gut ab und machen mit. Das ist wirklich super schön. Bevor wir gleich noch einen Song von dir hören, Traumfänger, so heißt er, toller Titel, kurze Frage noch zu deiner Homepage. Dort steht Mark Ed und dann darunter Schlager unterm Regenbogen. Was hat's denn damit auf sich? Der Schlager unterm Regenbogen ist, ich bin schwul, und das ist eigentlich, der Regenbogen symbolisiert so natürlich schon auch die Gay-Community, aber der Regenbogen ist ja eigentlich auch noch viel mehr. Der Regenbogen steht ja für Frieden, für Liebe, für Toleranz und für Offenheit. Und das ist eigentlich alles das, was ich mit meiner Musik auch ausdrücken möchte. Und der Traumfänger insbesondere, das war ja die Single letztes Jahr, ist ja eigentlich vom Inhalt her, sagt er ja schon, dass jeder sich selbst sein soll, egal was, wer oder wie man ist. Sei du selbst, lebe deinen Traum. Gibt das und hör nicht auf das, was andere sagen. Weil wenn ich auf andere gehört hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ganz ehrlich, das ist so. Man muss seine Träume und seine Ziele ganz einfach verfolgen und einfach machen. Wunderschöner Schlussakkord. Margaret, danke fürs Gespräch. Ganz, ganz liebe Grüße an dich in die Schweiz und natürlich weiterhin viel Spaß und Erfolg bei allem, was du musikalisch machst. Dankeschön. Und hier ist Margaret mit Traumfänger.